Hallo liebe Schachfreunde, heute stelle ich euch die 14. Aufgabe und es heißt wieder einmal Matt in zwei Zügen und das sogar zweimal. So, das ist die erste der beiden Positionen. Weiß hat ja hier sehr viel Material, soll aber ein Matt in zwei Zügen erreichen und das ist nur auf eine Art und Weise möglich. Ich zeige jetzt gleich die zweite Position. Und auch hier heißt die Forderung erneut, Weiß zieht und setzt in zwei Zügen Matt. Zur Angabe der Lösung genügt jeweils der erste weiße Zug. Damit keine Missverständnisse auftauchen, natürlich darf Weiß in beiden Positionen beide Rochaden machen. Der Webmaster hat mich gebeten, diese schöne Tasse so ein bisschen unauffällig ins Bild zu stellen. Denn der hat gesagt, das ist eine ganz besondere Tasse. Wenn man aus dieser Tasse etwas trinkt, dann schmeckt es ganz egal, was es ist. Und das werde ich jetzt mal überprüfen. Naja, also über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Es grüßt euch, Abquark.